Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder auf unserem Kanal seid. Heute möchte ich ein sehr gutes Schichtdessert machen. Das kommt in so Gläser, wird es dann geschichtet. Und zwar für das Schichtdessert brauchen wir 500 Gramm gemischte Beeren. Das sind verschiedene, habe ich tiefgefroren, die muss man dann auftauen lassen. Dann kommen 300 Gramm Sahnejoghurt. Wir benutzen die Oreo-Kekse, die sind so gefüllt, die werden dann klein geschnitten. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Puderzucker, ein Pack Vanillezucker und 200 Gramm Schlagsahne. Wie gesagt, die Beeren sind jetzt schon aufgetaut. Jetzt werden wir die Masse machen, Sahne, Joghurt, das wird jetzt gut geschlagen mit dem Puderzucker. Jetzt ist alles gut verrührt, ich beiseite. Die Sahne ist jetzt steif. Jetzt wird sie vorsichtig untergehoben. So, die Masse ist jetzt auch fertig. Jetzt werde ich die Oreo-Kekse klein schneiden. Zum Verzieren hole ich mir 2 weg. Die anderen werden etwas klein geschnitten. Schon fast alles fertig. Jetzt werden wir schichten. Zuerst gebe ich etwas von diesem Keks rein. So, dann kommen die Beeren rein. Kann ruhig etwas mit Brühe sein, dann werden die Kekse etwas weich. Das macht nichts, wenn es mit Brühe ist. Dann wird etwas von der Quarkmasse. Sahnemasse. Immer wieder das von den Kekse. So, zum Schluss kommt jetzt noch einmal von dieser Creme. So, und zum Verzieren ein bisschen von diesem. So, und ein Blatt Minze. Und? Sieht doch super aus. Jetzt habe ich schon 2 gemacht. So, ich habe jetzt 4 Gläser gemacht von diesen ganzen Zutaten. Das ist das Ergebnis. Super aus und schmeckt auch sehr, sehr lecker. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte ich um einen Daumen hoch und vergisst unseren Kanal nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.